What a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Toll, ihr habt die erste Ansprache gar nicht gehört, weil ich voll Idiot mein Headset gemutet hatte. Ein herzliches Hallo zu Resident Evil 4. Also, wie im letzten Part haben wir ja Ashley befreit, wiedergefunden, befreit, wie auch immer. Und dann sind wir ja mit ihr unten rumspaziert. Okay, da können wir nicht lang. Weil, falls ihr euch jetzt fragt, warum geht der Penner zurück, ich zeig euch warum. Wir haben nämlich eine Grafiswaffe zum Abholen. Die ich doch wahnsinnig gerne noch holen würde. Bevor ich es wieder vergesse und dann bereue, weil wir kommen hier sonst nie wieder zurück. Hab ich mich gerade erschrocken. Könnt gerne mit der Sense rumlaufen, wie ihr wollt. Mich kriegt ihr nicht. Oder sie. Ihr Spargelfetischisten. Ich hasse diese verfluchten, was auch immer es sind. Wo seid ihr? Kommt schon raus. Du kleiner Spatenfänger. Das ist ja wieder eine riesen Show aufführen. Wo du jeweils, dass du innerhalb von 2 Sekunden stirbst. Na, wer kommt denn noch alles? Hm? Noch jemand, der kuscheln will? Boah, wie ich sowas hasse. Man klärt den Weg. Man kommt zurück. Also den gleichen Weg nochmal. Und was kommt? Noch mehr Zombie. Das Plagas infizierte, keine Ahnung, Vollidioten. So, ich zeig euch gleich, warum ich diese junge Lady brauche. Nämlich für das hier. So, wenn mir jemand hilft. So. Ich habe es ein bisschen abgekürzt. Sie ist halt reingeklettert, hat sich runtergefallen lassen und deswegen bin ich nochmal zurück. Die Broken Butterfly. Ja. Was lassen wir denn dafür liegen? Ich glaube, ich tue die Pistolenmunition mal weg, weil die brauche ich nicht. Ja. So, gut. Da ist nämlich noch ein Schatz. Eleganter Parfümflakon. Das sind nämlich 2 Schätze. Erstens mal die Waffe. Und die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und ein rotes Kraut. Ein wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Ich glaube, ich sollte nachher entweder das Ding mal dezent verkaufen. Ein paar Sachen, die ich nicht mehr brauche. Oder... Echt, der Koffer ist schon riesengroß, wow. Aber trotzdem ist es halt wiederum relativ dämlich, weil ja, man halt immer wieder Platzprobleme hat. Vor allem, wenn man so sparsam ist wie ich. Aber die Kräutersachen brauchen wir halt später noch, das weiß ich. Deswegen kann ich die jetzt einfach so schnell nicht verkaufen. Das ist halt auch der Scheiß, ne? Auch wenn sie zwar unsterblich ist, bin ich es wiederum nicht. Ich kann sterben in dem Spiel. Leider.
So. Ich weiß, da lag Munition, aber die kann ich derzeit eh nicht aufsammeln, weil ich keinen Platz dafür habe. Nee. Klar wäre es in manchen Passagen leichter, wenn sie mitgehen würde, weil ich sie jetzt, so böse es klingt, als Schutzschild benutzen könnte, aber geht halt nicht. Bei Bosskämpfen zum Beispiel wäre das mega nice, aber nein. So. Wie viel kriegen wir denn für die wunderschöne Broken Butterfly? Ich glaube, ich werde das Sturmgewehr verkaufen. Weil das brauche ich eigentlich eh nicht mehr. So. Ja, die Spinels nehmen eigentlich im Hauptding ist kein Platz weg. Wie viel kriegen wir denn für dieses wunderschöne Parfümflakon? 10.000 Peseten. Nice. 12.000. Dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Achso, da wäre ich bloß wieder zurückgegangen, okay. Sorry, ich muss die Aufnahme kurz unterbrechen, weil ich ziemlich dringend das WC musste. Ich werde es aber so schneiden, dass man das hoffentlich nicht merkt. Ah ja. Du wartest hier. Jetzt holen wir uns das letzte Fragmentteil. Ah, ich kann die Munition doch noch aufnehmen. Okay. You're waiting here. Wait here. So. Ich bin ja schön dämlich. Ja, zu der Truhe möchte ich. Das da unten ist übrigens verdammt heiße Lava. Und diese netten Teile hier speien Feuer. Wie besiegt man die Teile? Indem man die Teile durchschießt. Und da ich keinen Bock habe, gegrillt zu werden, darf auch der nächste baden gehen. Wenn ihr das allerdings auf Profi sehen wollt, dann kann ich euch einen wunderbaren YouTube-Kollegen von mir, naja, Kollege ist ein bisschen übertrieben, einen YouTuber, den ich selber gucke, empfehlen. Nicht der liebe Bruger. Der hat das nämlich auf Profi durchgespielt. Der zweite übrigens, der zweite Anhänger, den wir jetzt schon haben. Habe ich mir doch gedacht. Hi. Balatsch. Viel Spaß beim Schwimmen. Kannst du in Lava schwimmen? Ich glaube nicht. Und hinter mir steht jetzt 100 pro so ein Lastlager-Vollidiot, oder? Ja, sicher, ja. Aber es waren doch zwei Truhen, oder habe ich mich gerade geirrt? Naja, ich habe mich wahrscheinlich geirrt. Keine Ahnung. I don't know. Und das letzte Fragment. Das Löwenornament. Jetzt haben wir alle Teile. Jetzt können wir wieder weitergehen. Jetzt können wir wieder weitergehen. Jetzt können wir wieder weitergehen. Na komm, Zombies, Penner. Komm. Ist ja jetzt trotzdem Zombies. Obwohl mit Zombies jetzt lieber wären. Ja, hier war die erste Truhe, stimmt schon. Alles gut. So, genug gegrillt worden. Kein Bock mehr im Heißen. Hier rum zu irren.
Jetzt haben wir alle drei Teile. Nass. Wait, follow me. Warum sage ich wait? Ich kann ohne sie gar nicht weiter. Und eine Kutschfahrt, die ist schön. Kutschen, ja. Eine Bahnfahrt, die ist schön. So. Ein Spinell. Erfolgreich geöffnet. Tada! Fangen wir doch mit dem Löwenornament an. Zack. Zack. Und das schöne so. Und noch eine Kutschfahrt. Bahnfahrt. Eigentlich eine schöne Aussicht, wenn man bedenkt, ne? Wait. Follow me. Ja, wir sind richtig. Ich habe gerade dezentes Gefühl gehabt, wir sind nicht richtig gefahren. Oh, ein Händler. Was ist hier? Ich schau mich nur ein bisschen um. Erhaltene Probe. Wie du vielleicht weißt, hat Lord Settler Sarah beseitigt. Die Probe ist, wo sie hingehört. Ich hatte gehofft, alles könnte geregelt werden, ohne den Lord zu belästigen. Hauptsache, die Probe ist wieder da. Ich freue mich maßlos. Jetzt, wo die Probe in unserem Obhut ist, ist es schwer für die lästige Frau heranzukommen. In dieser Hinsicht ist es schade, dass Sarah gehen musste. Auch er hätte eine strahlende Zukunft vor sich gehabt, hätte er unseren Glauben geteilt. Das Schicksal der beiden anderen Amerikaner hat der Lord in unsere Hände gelegt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Wir werden Ashley fangen und vor den Lord bringen. Das denkt ihr aber auch nur, ne? Ich habe einen Auftrag und den werde ich verflucht nochmal auch erfüllen. So. Wenn es euch nicht passt, beschwert euch bei meiner Stelle. Ja, ja, du Menschenfreund, du Wahnsinniger. Das bringt mir 19.000. Soll ich dir auftun? Mach ich mal gleich. Dann tun wir die Broken Butterfly mal auftunen. Ba-bam! Ich habe zwar jetzt verdammt viel Geld gelassen, aber meine erste Magnum, die ich voll abgetunt habe. Nice, oder? Dann testen wir sie, würde ich sagen. Wir testen sie doch gleich. So. Ach, ich wollte doch. So. Eine 45er Magnum. Ich bin jetzt richtig oder? Ja, ich bin richtig gut. Ashley, du bleibst hier. Da habe ich beim ersten Mal auch relativ lange überlegt. Um zu checken, wo oder was jetzt eigentlich hier hingehört und wohin und keine Ahnung und. Ja. Bis ich es dann doch schlussendlich gegoogelt habe. Let's see if you can survive this time. No!
so ein kleiner Wichser. Aber warte mal, dafür habe ich ja was. Ne, ein Schuss. Und wir haben unsere Ruhe. Nice, oder? Finde ich auch. Der Bär will sich schon gerne aufspießen lassen. Apropos, da geht's weiter. Kamera an sich teilweise ist echt so. Wait. Ich will was testen. Auch wenn ich jetzt verkacke, ich nehm's in Kauf. Follow me. So, wir helfen ihr jetzt mal nicht, sondern schauen, was passiert. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt locker ausradieren, aber. Ja. Ich will was testen. Oder weißt du was? Na komm, Ashley, bevor du doch zermatscht wirst. Super, ey. Vor die kleinen Ärmchen, der Typ. Wieder ein Spinell. Sehr gut. Hi. Krieg ich vielleicht demnächst mal Magnum-Munition? Wäre das vielleicht auch mal ein Hit? Nee, ne? Gral der Königin. Follow me. Hab was für euch. Nennt sich Magnum. Dann komm ich her mit deiner blöden Sense. Jetzt gehe ich aber doch wieder zu der über, weil ein bisschen Muni sparen, weil von der Magnum-Munition habe ich nicht so viel. Grüner Edelstein. Nice, da kann ich die Maske bald verenden. Aber ich schätze mal, ich habe wieder irgendwo einen Schatz übersehen. Ein Toast auf unsere königliche Hoheit. Deswegen Gral der Königin platziert. Auf Profi musst du nämlich beide Kelche besorgen. Ja, das ist bei Gott nicht witzig. Ich glaube, hier ist nichts passiert, ne? Gruseliges. Wait. Ah, verdammte Schlange. Das misst wie jetzt da. Du gibst mir jetzt dein Ei, du hast mich gebissen, du Mistvieh. Öffnen. Schön, wie das in die Wand gebackt ist. Das auch. Schön. So, ich zeige euch ein kleines Geheimnis. Tadadam. Dann da hoch. Und keine Bange um Ashley, können wir da unten ruhig stehen lassen. Hier ist nämlich noch ein Schatz. Eine Lampe. So, gehen wir mal auf Schlüssel und Schätze. Schauen, was wir da Schönes haben. Was wir vielleicht schon verbinden können. So. So. Haben wir sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Gut, dann können wir eigentlich... Ah ja, ich wollte die Magnum testen. Oh, super, wo ist noch ein Schuss? Der reicht sogar. Ja, und jetzt brauche ich... die hier.
Jetzt wird es nämlich gleich unangenehm. Also wer eine dezente Insektenphobie hat, sollte hier am besten die Folge lieber auslassen. Weil es richtig eklig werden kann. Und jedes Mal, wenn ich hier lang gehe, habe ich einen verdammten Schauer über den Rücken. Jedes verdammte Mal. Weil ich hasse diese Insektenviecher. Aber warum ich die Augen einsammle von diesen komischen Tierchen, zeige ich jetzt. Das ist nämlich aus einem Grund. Badabam. Badabam. Und? Naja, fast fertig. Aber, nee, hier fehlt noch eins. Ja, jetzt ist er komplett. Bei dem anderen fehlt mir halt noch das lilane. Ja. Da fehlt mir halt noch das Lila, ne? Aber sonst habe ich auch wieder eins komplett. Hä? Egal. So, da wir ja da rüber müssen, aber da nicht rüber können, weil wir müssen erst den Hebel betätigen. Ja. So. Einmal bap. Einmal bap. Bam. Toll, jetzt dürfen wir wieder Ashley suchen. Zu 90% besteht das Spiel wirklich nur daraus, Ashley zu suchen. Ein grünes. Hätte es kein lilanes sein können. Schleich dich noch einmal von hinten so an, du Schlumpf. Welcome. Welcome. Got a selection of ja, ja, gut. What are you selling? Ist okay. Thank you. Fließen die jetzt wert? Wow. Schon ordentliches sümpfchen Wert auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie viel die Rot, Grün und Blau. 32.000 ist die jetzt wert. Normal nur 11.000. Gerne, mein Freund, gerne. So. Ach ja, da war ja was. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Ich hasse dieses kleine Arschloch, sorry, aber what the fuck, Alter. Da kann man auch nur rauf, wenn man das auf Profi durchspielt. Leider, oder auf normal. Geht schon auf normal, ich habe keinen Plan. Aber auf jeden Fall. Ich kann euch gerne später noch das Profi-Let's Play von Bruger ans Herz legen. Dass ihr das euch mal anguckt. Ich finde es halt immer noch mies, obwohl es für PS4 auf HD geremastert wurde, weil ursprünglich ist es ja für PS2 rausgekommen. Finde ich die Videosequenzen so dermaßen schlecht übernommen, dass es ist schon heftig. Ach ja, stimmt. Den Part hätte ich ja fast vergessen.
Willst du mich eigentlich jetzt mal komplett foppen oder was ist mit dir? Stirbt der einfach nicht? Ich glaube, mein Affe pfeift. Ich höre dich doch, na komm her. Bam. Mit einem schönen Schuss in, mit einer Magnum soll das recht erfrischend wirken, habe ich gehört. Gibt es gut, gibt ein gutes Brustlifting. eine erste Hilfespray, nehme ich gerne. So. Oder ein Spinell. Sehr gut. Vielen Dank. Und noch ein Spinell. Vielen, vielen Dank. So. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen irgendwo. Nee. Ich nehme aber jetzt wieder die hier. Ashley. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? The satisfying sound of one's impalement. Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. But it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Leider falsch übersetzt. Weil eigentlich sagt er nämlich, ich werde dich mit meinen eigenen Händen töten. Und Leon sagt normalerweise, wenn ich das jetzt richtig übersetze, kommst du mit deinen kleinen Händen überhaupt dran? So in etwa. Magnum-Munition, das ist super. Tu ich gleich mal nachfüllen. Weil. So, Magnum-Munition ist immer gut. Immer gut. So, jetzt werden wir ein bisschen hier ummodeln. Weil das hat mich vorhin eigentlich schon gestört. Ein gelbes Kraut. Ja, sehr gut. Schau. Wieder was voll. Perfekt. So, damit es hier oben nicht ganz so leer ausschaut. Oder so ganz unordentlich. So. Perfekt. Nein, wir tun jetzt nicht speichern. Weil hier liegt nämlich noch irgendwo ein Schatz, den ich gerne hätte. Hallo? Da ist sie ja. Krone mit Kerben. So, wir nehmen jetzt aber nicht die Magnum, sondern die hier. So. Ein Seidenkristall. Ein rotes Kraut. Ihr könnt euch doch an das Viech erinnern, was vorhin weggegangen ist. Tja. Dreimal dürft ihr raten, was mich jetzt verfolgt. Genau. Dieses Tierchen. Es ist ein kleines bisschen salzig. Dieses verdammte Mistvieh liebt es, sich zu verstecken. Ein bisschen Psychospielchen zu spielen. Und ich hasse es, wenn sowas ist. Ich hasse es, wenn jemand Psychospielchen spielt. Aber das ist
Tierchen liebt es, Psychospielchen zu spielen. Ein Aufzug. Das ist ein Aufzug. Aufzug hochheben. Ja, er funktioniert nicht. Bestimmt ist der Strom ausgefallen. Ach nee. Tierchen. Da ich aber gesagt habe, es liebt Spielchen zu spielen. Psychospielchen. Ich hasse dieses verfluchte Mistvieh so hart. Hier muss die Musik auf den Kopfhörern. Aua. Da spießt die von oben auf. Das ist voll unfair. Ich wollte nur gerade mein Headset richten. Spargel. Verfluchte. Insektentierchen. Geh doch bitte in deine Gosse zurück, wo du herkommst. Und lass mich in Ruhe hier. Ich brauche keine Zuschauer. Na! Jetzt hier aber. Was ist mit du? Prüfen. Strom einschalten. Der Aufzug hat wieder Strom. Nice. So. Ja, dann komm mal du. Brezelbackendes Ungetüm. Hi du Mitzi. Mann, bist du hässlich. Kronjuwel. Hier. Das war noch nicht alles, weil da kommt noch ein Teil. Und dann ist die Krone komplett. Kompletto Matrix. Kombinieren. So. Boah, bist du hässlich, ey. Ich wollte gerade einen Screenshot machen. Boah, bist du hässlich. Das nehmen wir als Thumbnail. Da ist es auch am besten, wenn du, wie gesagt, das Spiel für dich selber oder ihr mal irgendwann spielen werden solltet. Wenn er euch hinterherläuft, die Teile umwerfen, dann ist er gefreezed und dann mit der Schrot immer, wirklich immer auf den Kopf zielen. Weil sonst seid ihr mächtig. Es braucht ein paar Anläufe, glaubt mir. Aber ich habe es auch geschafft. Auch ohne die Waffe, wie gesagt. Ich habe es davor zweimal durchspielen müssen, bevor ich die Waffe gekriegt habe. Man kriegt sie ja nach dem ersten Durchgang, hat man sie ja schon freigeschalten. Genauso wie die Chicago, den Endloswerfer. Der Endloswerfer wäre natürlich besser, aber... Oh. That Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Was für ein netter Zeitgenosse. Hm? 4.1. Hallo, mein lieber Freund. So, ich will noch ein paar Sachen verkaufen und da beende ich den Part für heute. Your selection. What are you selling? Is it? Is it? Is it? Thank you. Is it? Is it? Thank you. Come back. Anytime. Das werde ich, mein junger Padawan, das werde ich.
1,3395 Millionen. Nice. So, meine Lieben, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil 4.